Sarah war einer von ihnen. Dies lässt sich auch an dieser Jacke ablesen. In der Mitte sieht man eine große Zeichnung, von der Robert sagt, dass sie von ihm sei. Sie zeigt einen deformierten Totenschädel, in dem eine Rose steckt. Das Motiv der Rose taucht in seinen anderen Zeichnungen nicht auf. Unterhalb des Schädels kann man Eisenbahnschienen erkennen. Und bei genauer Betrachtung erkennt man darin verwoben die Initialen seiner Gang, der FTRA. Woven into that the initials of his train gang, the FTRA. Robert hat erzählt, dass er einer der Vollstrecker war. Wenn die Gang jemanden bestrafen wollte, was normalerweise so aussah, dass irgendjemand brutal verprügelt werden musste, dann war das Roberts Aufgabe oder die eines anderen Vollstreckers der FTRA. Sie gingen los und erledigten die Sache. Group, the enforcer group of the FTRA, to go out and to accomplish that for the group. Nach Aussage von Silvera ist das Leben der FTRA alles andere als glamourös. Er erzählte den Kripo-Beamten von einem Camp in Mount Terror, Montana, wo dieses Polizeivideo aufgenommen wurde. Hier das Schild aus der Nähe. Die Polizei hat jeden Quadratmeter von Silveras Unterschlupf durchsucht. Wer weiß, wie lange das Schild hier schon steht und was hier vor sich ging. Vor dem Verschlag liegen ein Haufen Sachen rum. Hier ist ein Schlafsack. Das sieht aus wie ein Laken und hier ist noch eine braune Lederaktentasche und verschiedene andere Dinge. Ich gehe jetzt weiter und hier ist der Eingang in das Versteck. Man sieht, dass das Dach kaputt ist und mit blauer Plane abgedeckt wurde. Da ist noch was Grünes, was vielleicht ein Schlafsack sein könnte. Wer dort wohnt, muss nicht bis 11 Uhr ausgecheckt haben. Und dann kommt das Zimmermädchen, räumt die Äste beiseite und fegt die Blätter und den Dreck weg. Silvera musste schmerzhaft erfahren, dass das Leben in einem FTRA-Camp mehr als nur Armut bedeutete. Sein Onkel Lloyd Chapin sagte, in einem der Camps hätten sie Silvera fast getötet. Drei Typen kamen auf ihn zu, wollten ihn ausrauben, ihm den Schädel einschlagen. Seine Nase und sein Kopf waren voll offener Wunden. Sie hätten ihn fast getötet. Der einzige Grund, warum sie es nicht getan haben, war, dass sie ungefähr $300 bei ihm fanden. Sie nahmen das Geld und verschwanden, anstatt weiterzumachen. Sie hatten das, was sie wollten, und hauten ab. Er versuchte dann von Kumpels zu erfahren, ob sie die drei kannten, und man sagte ihm ja, aber leg dich nicht mit ihnen an. Sie sind von der FTRA. Sie mögen die Polizei nicht und die Polizei mag sie nicht. Daran hat sich nie etwas geändert. Sie führen eine Art heimlichen, verdeckten Krieg. Ich höre immer wieder, dass die da draußen Menschen zusammenschlagen, umbringen oder bestehlen. Sie sind wie die Platzhirsche in der Welt der Trainrider. Er setzte alles daran, diese Typen ausfindig zu machen und es ihnen heimzuzahlen. Und genau das hat er getan. Er sagte, wenn er in einem Hobocamp oder in einem Bahnwaggon Typen sehen würde, die den drei, die er suchte, auch nur annähernd ähnlich wären, würde er den richtigen Moment abwarten und sich jeden einzeln vornehmen. Silvera hat nicht lange gezögert. 1993 wurde er Teil des harten Kerns der Trainrider und Mitglied in der Gang. Innerhalb der FTRA gibt es drei Fraktionen, die mit dem schwarzen, die mit dem roten und die mit dem blauen Tuch. Ich glaube, die mit dem schwarzen Tuch hatten nur für den Schutz der FTRA zu sorgen. Die mit den roten und die mit den blauen Tüchern dagegen gehörten zu den Vollstreckern und die roten waren die, die die Morde ausführten. So hat er es mir zumindest erklärt. Soweit ich weiß, fuhr er die Strecke oben im Norden durch Montana und Oregon. Er hatte alles dabei, was er brauchte. Er hat mir erzählt, dass er in die Frachtwaggons eingebrochen ist, in denen Alkohol, Videorekorder und Ähnliches drin war, was man später gut versetzen konnte. Die Waren haben sie sich später mit Geld oder Drogen bezahlen lassen. Immer noch heroinabhängig und mittlerweile Gangmitglied der gefürchteten FTRA wurde Silvera vom gewalttätigen Herumtreiber zum mehrfachen Mörder. Thank you.
don't need no fare. I ride the freight trains from here to there. I met Robert. Ich lernte Robert Silvera in den Brooklyn Yards in Portland, Oregon kennen. Portland, Oregon. Es war mitten in der Nacht. In the middle of the night. Über 50 Jahre lang hat Bob Simmons seine Songs während der endlosen Fahrten auf den Güterwaggons geschrieben und gesungen. Daher wurde sein zweiter Name Guitar Whitey. Heute lebt er in San Luis Obispo in Kalifornien. Still looking for that gal to keep me warm while I sleep. Yeah, I'm a ramblin' hobo. I'm way out of sight. I tell you boys, I'm ragged but right. Choo-Choo Johnson und ich erwischten einen Zug außerhalb von Dunsmuir, Kalifornien. Und wir dachten, wir wären die Einzigen auf dem Zug. Wir sind sehr vorsichtig aufgesprungen, als er durch den Bahnhof rollte. Dabei haben wir niemanden gesehen. Sie fuhren nach Norden, ohne zu ahnen, dass nur 6 Wagen weiter ein Mörder saß. Silvera war damals unter dem falschen Namen Paul Dykeman unterwegs. Ohne unser Wissen saß etwa 6 Waggons weiter ein anderer Rider. Wir gingen dorthin, wo er war, und unterhielten uns mit ihm. Es war wirklich nett, mit ihm zu reden. Wir fragten ihn, wo er aufgesprungen sei, und er antwortete, mitten in L.A. Er war also seit 24 Stunden auf diesem Zug. Er bot uns Kaffee an, was eine ziemlich ungewöhnliche Sache war, um 2 Uhr nachts auf einem Zug. Aber er war gut ausgerüstet. Er hatte einen Gasbrenner, einen Topf und Tassen dabei, und wir tranken mitten im Nirgendwo eine schöne, heiße Tasse Kaffee. Er konnte die Menschen an der Nase herumführen und sie alles Mögliche glauben machen. Sein Name auf den Schienen war Sidetrack. Auf Graffitis schrieb er immer seinen Namen Sidetrack und malte ein kleines Spinnennetz darunter. Dazu malte er noch die Schienen und weiter oben ein kleines Zeichen mit einem X und die Buchstaben RR für Railroad. So sahen all seine Graffitis aus. Er war sehr charmant und hatte eine einnehmende Art. Geduldig, höflich und intelligent. Wie er mir gesagt hat, war das seine Methode, um an die Leute ranzukommen. Er gewann ihr Vertrauen, indem er übertrieben freundlich war. Wenn er Geld hatte, ging er los, um für alle Bier zu holen. Dann passte er einen günstigen Moment ab und griff sie an. Whitey und Choo-Choo hatten keine Ahnung, dass sie gerade mit dem Boxcar-Killer Kaffee tranken. Silvera war anders als die FTRA-Mitglieder, von denen sie gelesen hatten. Er war so offen, freundlich und hilfsbereit. Wahrscheinlich wollte er immer so sein, bis er plötzlich von dem anderen Teil seiner Persönlichkeit überwältigt wurde, als hätte ein Dämon von ihm Besitz ergriffen. Silveras Onkel Lloyd sagte, dass ihm sein Neffe einmal selbst schilderte, wie er von einem Moment zum anderen einen Wutausbruch hatte. Wenn er während so eines Ausbruchs jemanden tötete, konnte er kurz darauf seelenruhig die Bibel lesen. Er saß da, las in der Bibel und war ganz entspannt. Alles war wieder gut. Ich fragte ihn, ob ich ein Foto von ihm und Whitey machen könnte, und er sagte, gerne. Samstag, 12. August 1995. Wir verlassen den Bahnhof in Brooklyn, Portland und treffen Paul Sidetrack Dykeman, der ein paar Wagen vor uns mitfuhr. Er ist ein harmloses Mitglied der gefürchteten FTRA. Es ist 10 nach 2 Uhr morgens. FTRA, 2:10 a.m. in the morning. Er kannte alle Mitglieder der FTRA, nach denen ich ihn gefragt habe, mit Namen. Für mich gibt es keinen Zweifel, dass er in der FTRA war. In seinem Rucksack, den man im Vordergrund sieht, erkennt man den Stiel eines Hammers, den er dabei hatte. Damit er griffiger war, hatte er ihn mit Klebeband umwickelt. Am Anfang dachte ich, es sei gut, dass er etwas zur Selbstverteidigung dabei hatte. Ein paar Monate später begriff ich, dass das seine Mordwaffe war. Das Gefährliche war, dass wir da draußen auf uns alleine gestellt waren. Es war 3 oder 4 Uhr morgens und es gab weit und breit niemanden, der uns hätte helfen können. Er hätte ein leichtes Spiel mit uns gehabt. Well, now I just called up to tell you boys I'm ragged but right.
rambler and a gambler. Hey, I'm out every night. It was the fact that I came out of it. Später ist mir erst klar geworden, welch ein ungeheures Glück ich hatte, unversehrt davongekommen zu sein. Nach diesem Erlebnis habe ich beschlossen, mit dem Trainriding aufzuhören. That finally made up my mind. He ain't I a sight. I tell you boys, I'm ragged but right. Whitey und Chuchu hatten Glück. Nach Silveras Aussage haben 28 andere eine Begegnung mit ihm nicht überlebt. Bis heute sind die Behörden damit beschäftigt, die Hintergründe dieser schrecklichen Morde aufzudecken. Silvera fuhr kreuz und quer durch Amerika. Sein Körper war mit Tattoos verziert, die viel von ihm preisgaben. Doch um diese Zeichen zu erkennen, musste man ihm nahe kommen. Und genau das endete leider oft tödlich. Diese Erfahrung machte William Pettit Jr. am 3. Dezember 1995, als er einen Wagen mit Silvera teilte. Wie auch zwei Tage später Michael Kleitz. Bei einem Streit wurde sein Schädel von einem Mann namens Sidetrack zerschmettert. Moffat und Quakenbush hatten ein Problem. Sie suchten einen Mann mit vielen Identitäten. Er hatte den Gangnamen Sidetrack, den Familiennamen Robert Silvera und benutzte noch viele andere Namen. Indem er seinen Opfern die Sozialversicherungsausweise stahl, kam er unter ihrem Namen an Lebensmittelmärkten. Diesen Sozialversicherungsausweis haben wir in seinem Rucksack gefunden. Er gehörte Charles Randall Boyd. Mr. Boyd war das Mordopfer aus Kansas. Mit seinem Ausweis hat er sich Lebensmittelmarken abgeholt. Hier haben wir einen kleinen Engel. Diesen Anhänger hat er irgendwann unterwegs an sich genommen und wir gehen davon aus, dass er von einem seiner Opfer stammt. Wir haben auf dieser Karte die Orte eingezeichnet, wo Robert Silvera oder eines seiner Opfer Lebensmittelmarken eingelöst haben. Im nächsten Schritt haben wir die Fundorte der Leichen markiert und versucht, alles in eine zeitliche Abfolge zu bringen. Mike begann damit, die Puzzleteile zusammenzufügen. Es war eine Menge Arbeit, all den einzelnen Spuren nachzugehen, aber er wollte nicht locker lassen. Er schickte allen Polizeidienststellen des Landes und Polizeistationen der Güterbahnhöfe ein Fernschreiben, das über die beiden Morde informierte. Und damit hat er einen Treffer gelandet. Quakenbush findet einen Zeugen, der behauptet, eines der Opfer Michael Kleitz zu kennen. Er vermutet, dass der Boxcar-Killer ein Mann mit dem Namen Sidetrack sein könnte. Alles, was er wusste, war, dass der Name Sidetrack war. Aber er konnte mir eine ungefähre Personenbeschreibung geben und erzählte mir, dass Sidetrack mit seinem Opfer Kleitz verschwunden sei. Das muss nur ein paar Stunden vor Kleitz' Ermordung gewesen sein. Alles, was ich hatte, war ein Zeuge, der wenige Stunden vor der Tat mit dem Mordopfer zusammen war. Und jetzt sollte ich diesen Sidetrack finden, von dem ich nur wusste, dass er Trainrider, weiß und männlich ist. Viel Glück dabei. Now go find Sidetrack, who's a Trainrider, who's a white male, okay? Good luck. Während ihm Quakenbush und Moffat auf den Fersen sind, fährt Silvera durch den pazifischen Nordwesten, frönt seiner Drogensucht und lebt von der Beute seiner Opfer. Er sagte, er sah sie sich genau an und wenn sie irgendwas dabei oder anhatten, neue Schuhe, einen neuen Rucksack oder ein Fahrrad, wenn sie also irgendwas hatten, was er nicht hatte, und wenn es nur ein Handy war, wartete er einen günstigen Augenblick ab. Er wickelte sie ein, plauderte mit ihnen, kaufte ihnen Schnaps und sie setzten sich zu ihm, tranken und wenn niemand damit rechnete, schlug er zu. Ich fragte ihn, wie kannst du nur so etwas tun? Und er sagte, nur das erste Mal ist schwer. Danach geht das ganz einfach. Quakenbush kommt ihm immer näher. Die Polizei von Salt Lake City hat Hinweise auf einen anderen Hobo-Mörder mit dem Namen Robert Silvera. Plötzlich spielte Roseville in Kalifornien für die Ermittlungen eine wichtige Rolle. Roseville hat einen der größten Rangierbahnhöfe westlich des Mississippi. Und das bedeutet, dass die Trainrider, die entlang der Westküste fahren,
zwangsläufig diesen Bahnhof passieren müssen. Das ist fast unvermeidlich. Also habe ich jede Woche dort angerufen und die Leute immer wieder daran erinnert, nach wem wir suchen. Sidetrack und Robert Silvera stehen noch nicht offiziell als Mordverdächtige, jedoch zum Verhör auf der Fahndungsliste. Dann gibt es erneut einen glücklichen Zufall. An einem Samstag rief mich meine Abteilung an. Sie sagten, sie hätten die Polizei aus Roseville am Apparat. Und die hätten Robert Silvera geschnappt. Quakenbush eilte sofort nach Roseville. Er hatte einen Plan und einen Verdacht. Weil er ein Trainrider war, war meine erste Frage an ihn, wie